Was haben Dan Bilzerian und Tai Lopez zu tun mit Persönlichkeitsentwicklung? Darum geht's in diesem Video. Viel Spaß! Servus ihr Lieben, schön, dass du wieder hier bist. In diesem Video geht es um Dan Bilzerian, um Tai Lopez und was die beiden zu tun haben mit Persönlichkeitsentwicklung. Für diejenigen, die die beiden nicht kennen, Dan Bilzerian, ich werde übrigens oft angesprochen, dass ich Ähnlichkeit hätte mit Dan Bilzerian, ist ein Pokerstar, zigfacher Millionär und hat einen sehr, sehr krassen Lifestyle. Das heißt, auf den meisten Bildern lässt er sich ablichten mit halbnackten Frauen, präsentiert sehr, sehr gerne, wie viel Geld er hat, macht irgendwelche verrückten Partys und hat einen sehr kostspieligen Lifestyle, hat viele Autos und so weiter und lässt die Menschen daran auch teilhaben. Bei Tai Lopez scheint es genauso zu sein. Tai Lopez hat sehr viel Geld, eine Garage voller geiler Autos, jeden Tag irgendwelche hübschen Frauen um sich rum und auch er geizt nicht mit seinen Reizen, zeigt, dass er viel Geld hat, lichtet sich auch gerne mit Frauen ab und so weiter. Jetzt ist es aber so, dass Dan Bilzerian von einigen mehr gemocht wird als Tai Lopez und genau da gibt es einen entscheidenden Grund, der zu tun hat mit Persönlichkeitsentwicklung und darüber möchte ich hier sprechen. Denn was hat das jetzt damit zu tun? Dan Bilzerian lässt die Menschen einfach teilhaben an seinem Lifestyle. Er sagt, hier, ich habe die Frauen, hier, ich habe das Geld und ich bin einfach Pokerstar, ich habe einfach sehr viel Geld und das ist einfach so, schaut euch meinen Lifestyle an. Und das ist etwas, was die Leute genau wie Fernsehen gerne konsumieren. Da ist ein Typ, der ist einfach ein krasser Typ, der hat irgendwie ziemlich Glück gehabt im Leben, hat irgendwie beim Pokern sich mal gewonnen, ist sichtbarer Millionär und lebt jetzt einfach ein krasses Leben. Das kann man sich gut angucken, man sieht die hübschen Frauen, denkt sich, oh, hübsche Frauen und geile Autos und so hat man einfach passiv, nimmt man einfach an seinem Leben teil. Nach außen hin unterscheidet sich das nicht großartig von dem Lifestyle von Tai Lopez. Aber was macht Tai Lopez? Tai Lopez zeigt sich mit sehr viel Geld, mit sehr viel Frauen, mit sehr vielen geilen Autos. Aber Tai Lopez sagt, und das kannst du auch schaffen. Und genau das ist der Grund, warum Tai Lopez, wenn man sich die Zahlen anguckt, im Bereich Social Media beispielsweise, um einiges weniger beliebt ist als Dan Bilzerian. Denn solange wie man einfach jemanden sieht, dem es unglaublich gut geht, mit vielen Frauen, vielen Autos, einem tollen Körper eventuell und so weiter, und man das Gefühl hat, dass er einfach da ist, wo er ist, weil er Glück hatte, weil es Schicksal ist, weil er irgendwo gewonnen hat und der hat das einfach und ich beobachte den, ist das kein Problem. In dem Moment, wo derjenige sagt, ey, das kannst du auch schaffen, während du auf deinem Sofa sitzt, Chips isst und dir Filme reinziehst. In dem Moment wird es ungemütlich, weil in dem Moment müsstest du dir eingestehen, warte mal, wenn ich anstatt Fernsehen zu gucken jeden Tag lesen würde, wenn ich mich bilden würde, wenn ich wachsen würde, wenn ich trainieren gehen würde, wenn ich meditieren würde, wenn ich lernen würde, dann könnte ich auch so einen Lifestyle haben. In dem Moment wird es für viele sehr ungemütlich. Und in dem Moment kommen viele und sagen, ah, das sagt er doch nur, damit er selber Geld verdient, damit er selber seine Produkte verkaufen kann und so weiter. In dem Moment werden die Leute aggressiv. Genau das werden sie bei Dan Bilzerian nicht. Denn bei dem ist es einfach, hey, ich habe den Lifestyle, ich kann ihn haben, du kannst ihn nicht haben, guck mal, wie gut es mir geht. Und dann wird da ein Haken hintergemacht. Faktisch ist es so, natürlich kannst du auch so einen Lifestyle haben. Natürlich kannst du das erreichen. Natürlich musst du etwas dafür tun. Lesen, lernen, meditieren, wachsen, an dir arbeiten, an deiner Persönlichkeit arbeiten. Und natürlich ist das etwas, was die meisten Menschen nicht machen wollen. Denn, ich kann es nur immer wieder wiederholen, jeder will sein, aber keiner will werden. Das soll es hiermit gewesen sein. Teile mit mir unbedingt deine Gedanken über dieses Thema. Schreib sie in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Lass einen Daumen nach oben da. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach es gut. Bis dahin. Adios.